Nimm zwei. Oder drei? Das sind keine Bonbons. Na, okay, nicht jeder kann was mit getrocknetem Fisch anfangen. Mit Eiern auch nicht jeder, aber die haben einen großen Vorteil. Da steht nämlich was drauf. Fische lassen sich so schrecklich schlecht stempeln, selbst wenn sie tot sind. Bei Eiern sieht das anders aus. Wenn da auf dem Stempel eine Null am Anfang steht, heißt das, das ist ein Bio-Ei. Bei Bio-Eiern werden bestimmte Bedingungen regelmäßig überprüft. Das betrifft vor allem die möglichst artgerechte Haltung der Tiere. Aber was heißt hier artgerecht? Mit Züchtungen haben wir es heute immer zu tun. Ganzjährige Legeleistung steht auch beim Biobauern im Vordergrund. Damit die Verluste nicht allzu heftig ausfallen, werden die Hühner normalerweise im Turbomodus gefüttert. Sojaschrot und energiereiches Getreide sind leider häufig das Futter der Wahl. Immerhin dürfen Biohühner Insekten picken und sich so ein paar extra Proteine einverleiben. Am besten wäre es aber, man könnte seine Hühner selber halten, auf dem Land. Das hier nennen meine Eltern ihr Biotop. Nein, ich glaube, da sind keine essbaren Tiere drin, vielleicht ein paar Nacktschnecken. Die schmecken bestimmt nicht so gut. Mein Traum wäre darin, Hühner zu halten. Oder vielleicht ginge auch ein Wildschwein. Wildschwein, frisch erlegt, wäre so viel gesünder als Fleisch von Tieren aus Masthaltung. Von Massentierhaltung ganz zu schweigen. Und Platz wäre doch ausreichend da. Im Berliner Umland haben es sich ein paar Schwarzkittel längst gemütlich gemacht. In Vorgärten graben sie, oink, nach willkommenem Futter. Bio sind sie selbst, da darf es dann notfalls auch mal Industriesaatgut sein. Mit der modernen Industriegesellschaft haben Wildtiere aber leider ihre gepflegten Probleme. Gegen einen unerfahrenen Wildschweinjäger kommen Bach und Eber im Zweifel an, aber nicht gegen eine Elok. Und die pflügt, ja, pflügt es gut, durch die Agrarlandschaften unseres Landes. Getreide, Brachland, Getreide, Getreide, Mais und Raps, so weit das Wildschweinauge blickt. Den Bäcker und seinen Stammkunden freut's. In Regensburg sagte mal eine Bäckereiverkäuferin zu mir, Sie sind aber ein ganz Süßer. Ja, wahr gesprochen. Heute verzichte ich auf alles Gezuckerte. Es bricht mir das Herz. Also mal im Ernst, Freunde. Glaubt irgendjemand, dass Biscotti, die gesund sind? Ich finde die italienische Bezeichnung für Süßgebäck ja ganz schnuckelig. Und ja, die Plätzchen passen zum hochgeschätzten Espresso. Und Mandorle zum Süßwein. Oh, diese Erinnerung. Andererseits muss nicht süß sein, was mich heute in Verzückung bringt. Schokolade mit mindestens 80% Kakaoanteil gilt in fast der gesamten Paleo-Szene als Superfood. Okay, unverarbeitet ist dieses Lebensmittel nicht. Aber Detmolder-Profis wissen, wie man schonend mit dem Naturmaterial Kakao umgeht. Das Schlüsselwort ist hier wie beim Kaffee oder bei luftgetrocknetem Rohschinken Fermentation. Und fermentiertes passt übrigens sogar zum Frühstück. Immer. Nur Wurst, nur Fett, kein Brot, das soll gesund sein und ob das gesund ist. Ich habe hier Mortadella aus italienischer Freilandhaltung. Das heißt, die Schweine konnten in wirklich Freude und Frieden rumlaufen, bis ihre Stunde gekommen war. Die Eier kommen nicht aus Italien, die kommen hier aus der Nähe. Von einem Biohof selbstverständlich, gekauft im LPG-Markt. Da könnte ich im Zweifelsfall selber auf den Hof fahren und mir die Hühner vor Ort ansehen. Ich verstehe nicht viel von Hühnern, aber von Eiern und die schmecken ausgezeichnet. Ja, und das hier ist garantiert Bio. Das ist nämlich selbst gemacht. Das ist ein Ferment aus Kohl. Riecht ein bisschen eigenartig für Leute, die es noch nie probiert haben. Wenn ihr Kimchi kennt, kennt ihr das ja auch. Das ist eben milchsauer fermentierter Kohl. Dazu gibt es ein interessantes Blog von Dr. Barbara Rosfeld, auch Isa Palsdeck genannt. Und das wird jetzt hier unten gleich eingeblendet. Dieses Kohlferment hat einige Monate gelagert und das ist der allerletzte Rest, den ich jetzt mit großem Appetit verspeisen werde. Kann ich euch nur empfehlen, mal auf wildefermente.de nachzusehen, da gibt es jede Menge Rezepte. Das geht ganz einfach, ihr braucht auch nicht viel dafür. Und dann habt ihr eine wunderbare Beigabe zu diesem ach so gefährlichen Fett-Wurst-Gemisch, wenn wir Eier jetzt mal als Fett nehmen. Und das geht ganz ohne Brot.